Morizora schläft immer noch in seiner Höhle, hält also ein kleines Nickerchen und wir haben ihn auch noch nicht gesehen. Aber der Schmied des Dorfes, der sagte zu uns, ja, hier gibt es irgendwie zwei Schalter, da müssen wir mal diesen ganzen kleinen See hier trockenlegen. Dann bekomme ich meine Werkzeuge nämlich wieder, die oben links in so einer kleinen Truhe sind. Aber da kommen wir halt gerade nämlich nicht ran. Was bedeutet das für uns? Jo, wir müssen uns hier in der Höhle nach diesen Schaltern umsehen. Entschuldige, würde es dir etwas ausmachen, dich zu bewegen, damit wir hier durch können? Wurzeltrieb. Oh, entschuldige, ich bin zu müde zum Bewegen. Müde. Ah, warum bist du denn so müde? Normalerweise liebe ich es, durch den Dreck zu schwimmen. Ich mache zufällige Besorgungen für den Baum, dem ich angehöre. Aber mein Baum ist unterernährt. Was bedeutet, ich bin auch unterernährt. Deswegen kann ich mich gerade nicht bewegen. Wenn mein Baum vielleicht das bekommt, was er benötigt, dann könnte ich mich wieder bewegen. Aber bis dahin bin ich so müde. Okay, aber welcher Baum denn? Wir wissen jetzt zwar, dass dieser Wurzeltrieb zu einem Baum gehört, aber wo der genau sein soll, keine Ahnung. Naja, wir haben hier ja auch noch eine weitere höhere Ebene. Vielleicht ist darüber dann der Baum. Gehen wir erstmal in die andere Richtung, wo wir auch weiterkommen. Östlicher Wasserstandschalter. Eingang oben. Wenn nur nicht die blaue Kreatur den Eingang blockieren würde. Ja, aber das können wir doch irgendwie regeln, oder? Lethargischer Golem. Was ist denn das Problem? Ich bin so hungrig. So hungrig, dass ich mich nicht bewegen kann. Armes Ding. Ich bin sicher, wir haben ein bisschen Proviant, das wir dir geben könnten. Nein, ich kann kein Pferdefutter essen. Warum denken diese ganzen Wesen, dass wir Pferde sind? Pferdefutter? Ich brauche nur Sila-Äpfel vom Sila-Höhlen-Apfelbaum. Wo ist denn der Sila-Höhlen-Apfelbaum jetzt bitte? Aber schön, dass wir hier immerhin schon mal eine Markierung bekommen, wo wir den Apfel dann später hinzubringen haben. Golemkind. Wenn großer Bruder nichts isst, wird er so müde, dass er nur herumsitzt und einfach auf jemanden wartet, der ihn füttert. Ja, das habe ich schon gemerkt. Aber dann müssen wir wohl diesen kuriosen Baum finden. Okay, ich habe irgendwie gedacht, dass die Höhle kleiner wäre, aber ja, da ist ja auch ein Baumsymbol auf der Karte. Sila-Höhlensetzling. Glaubst du, ich bin hübsch? Ich habe gehört, wenn du glückliche Wurzeln hast, dann wirst du hübscher. Ist das wahr? Ich glaube nicht, dass ich so etwas vorher schon mal gehört habe. Oh, dann muss das wohl eine Baumsache sein. Ich denke, du hast sehr schöne grüne Blätter. Ach, wie niedlich. Der kleine Setzling wird rot. Danke dir. Wisst ihr, ich habe drei Wurzeln. Sie sind hier irgendwo in der Nähe aus dem Boden gekommen. Aber sie sind gerade so traurig. Wie kann ich hübsch sein, wenn meine Wurzeln doch so traurig sind? Eine hat Hunger auf Dreck. Eine hat Durst und eine benötigt wirklich etwas Sonnenlicht. Kannst du ihnen bitte helfen? Ah, okay, das ist also auch der Baum von dem Wurzeltrieb. Ja, können wir mal probieren. Aber wir gucken uns natürlich komplett erst einmal um. Da ist eine Schatztruhe und diverse Schalter. Sie ist verschlossen.
Ich nehme mal an, dass wir irgendeine Kombination brauchen, um diese Truhe zu öffnen. Aber ich wüsste gerade nicht, dass wir schon irgendwo etwas gesehen hätten. Nee. Okay, also weiter. Da geht es weiter runter. Ich glaube, dass... Ja doch, wir gucken einmal rein. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht zum Morizora. Wir sind nämlich komplett nicht vorbereitet. Da ist Sue. Hast du je was verloren, was dir wirklich wichtig war? Ich sollte meine Freundin treffen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo wir uns treffen wollten. Ich muss sie finden, bevor es zu spät ist. Ich muss. Ich habe diesen Ohrwurm eines Liedes in meinem Kopf. Es stammt von der Knospe Lil Butz, einem Indie-Rap-Künstler. Er ist eine Himmelsknospe. Er sieht also aus wie ich, aber er lebt eben im Himmel. Es ist so gut. Über was geht denn das Lied? Oh, es ist ja so tiefgründig. Er erzählt davon, dass man jeden Tag hart arbeiten und den reichen Knospen Tee servieren muss. Davon einen nervösen Chef zu haben, der weiße Perücken trägt, und von dem Traum, ein richtiger Hip-Hop-Künstler zu sein. Das Lied spricht mich wirklich an. Es ist so gut. Und du bist? Na, eine Höhlenknospe. Nicht ganz ausgewachsen, aber ich werde es bald sein. Okay, danke für die Infos. Hattest du jemals einen besten Freund? Meine beste Freundin und ich würden überall zusammen hingehen. Wir hatten die schönsten Abenteuer. Wir beiden waren eigentlich arm. Es war traurig, weil sie manchmal nicht einmal genügend zu essen hatte. Aber ich habe mein Essen jedes Mal mit ihr geteilt, weil das nun mal beste Freunde so machen. Wir haben auch gehört, dass Sue im Laufe der Zeit arm wurde, weil ihr Vater zu viel getrunken hat und die Ersparnisse verspielt hat. Auch das passt wieder mit ihr. Ich bin ein Leuchtpilz. Ich sollte leuchten, groß und hell. Aber zuletzt hatte ich Probleme damit, meine Kapazität zu halten. Es ist wahrscheinlich der ganze Stress auf Arbeit. Ich sollte es locker nehmen und eine Runde üben. Naja, du weißt ja, wie es ist. Tue ich, total. Also Stress mit der Arbeit sicher, das schon, aber oh nein, das sind diese Gesandten, oder? Mama? Was sind diese... Ich bin mir nicht sicher, Liebling. Ich frage mich, ob das die Gesandten sind, über die Jackie sprach. Mama? Bleib nahe bei mir, Liebling. Es ist alles gut, Liebling. Ich denke, die sind jetzt weg. Okay. Ich weiß nicht, ob die wirklich weg sind. Irgendwie macht mir das ein bisschen Sorge hier. Aber warum können wir überhaupt nach unten? Hier gibt es auch wirklich nochmal die untere Ebene. Okay. Ach so. Nee, das verstehe ich noch nicht ganz. Aber gut. Wir hören ein leichtes Herzwummern. Und ich glaube, wir sollten die nicht berühren. Mama? Dort sind so viele von ihnen. Ich bin ängstlich. Es ist okay, Liebling. Halte meine Hand und bleib nahe bei mir. Ich leite uns hier durch. Wie schaffst du das? Nur ein kleines bisschen weiter noch. Du schaffst es, Liebling. Mama, wir haben es geschafft. Ich wusste, du schaffst es. Die Dunkelheit macht mich traurig. Nein, warum? Es ist so dunkel hier drin.
Ich mag die Dunkelheit überhaupt nicht. Ich auch nicht. Mama sagt immer, es gibt nichts, wovor man sich fürchten muss. Aber ich mag sie trotzdem nicht. Endlich jemand, der mich versteht. Diese Pilze werden es nicht kapieren. Sie denken, Sonnenlicht, wer braucht das denn? Nur verrückte Wurzeln mögen die Sonne. Nenn mich verrückt, aber ich mag die Sonne. Unglücklicherweise habe ich den falschen Gang genommen und endete im dunkelsten Teil der Höhle. Hilfst du mir ein bisschen Sonne zu bekommen? Ja, gerne, wenn möglich, aber wie? Shimeji. Ich habe ja keine Ahnung, worüber die Wurzel da gerade quasselt. Die Dunkelheit ist doch großartig. Ja, aber wie kann ich jetzt der Wurzel helfen? 10G gefunden, das ist schön, aber nicht das, warum wir hier sind. Die Frage ist, ob ich vielleicht diesen Leuchtpilz hierher bringen könnte. Ich wünschte, ich hätte etwas Sonnenlicht. Blöde Pilze. Okay, aber wir kommen da nach oben und sind in einem anderen Bereich jetzt wieder. Yeah, zerstöre diesen Raum. Was? Warum? Warte mal. Oh, da ist ein Loch. Weil wir hier so schön rübergegangen sind. Ach so, und damit können wir dafür sorgen, dass der kleine Wurzeltrieb auch endlich ein bisschen Sonnenlicht bekommt. Verstehe. Hey Junge, kommst du, um bei unserer Gildenübung zuzuhören? Gildenübung? Oh, du hast noch nichts von uns gehört? Wir treffen uns hier jede Woche zum Jam. Wir nennen uns No Holds Barred. Mit genau 3 Ausrufezeichen am Ende. Jawohl, yeah. Oh, Lil Butz ist hier. Wie cool. Verstanden? Weil wir uns nicht zurückhalten können. Wir folgen keinen Regeln. Sprich es wie B-A-R-D, nicht Bart. Bard. Quack. Wir sind ja wortwörtlich baden. Es ist ein Wortspiel. Ah, das ist clever. Lady, ich mag deinen Stil. Siehst du, wir können hier unten wir selbst sein. Nimm Quake als Beispiel. Yo. Draußen in der realen Welt trägt er Anzug und Krawatte und arbeitet für den Mann. Aber hier unten, da fetzt er an der elektrischen Laute. Und dann gibt's da noch Lil Butz. Sapo Mies. Er verbringt seinen Tag damit, so ein paar neureichen Snobs im Himmel Tee zu servieren. Ja, ich bin wie mehr Zucker, mein Herr. Kann ich Ihnen noch ein Buttergebäck anbieten? Nur Schnösel essen Buttergebäck. Oh, alter Batz. Entschuldige, manchmal muss ich es einfach rauslassen. Das machen wir alle, Lil Butz. Wir alle machen das. Kanalisieren das in die Musik. Genau, Blümchen. Wie ich bereits gesagt hatte, hier unten können wir einfach wir selbst sein und jammen. Also, falls du mal einen Platz zum Chillen brauchst, dann komm vorbei und setz dich zu uns. No holds barred. Okay. Sup, Homies. Heyo. Okay, ich danke euch für diesen wunderschönen kleinen musikalischen Snack. Und nun gibt es aber für den Wurzeltrieb endlich Sonne. Ich bin ja so glücklich. Ha, wie hältst du das nur aus? Ich meine, Licht? Licht lässt mich wachsen. Lässt es dich nicht wachsen? Nein, natürlich nicht. Wenn nicht Licht, was hast du dann sonst zu essen? Rote Pflanzen natürlich. Ah! Okay, ihr versteht euch prächtig, wie ich sehe. Bist du derjenige, der diese Löcher in die Decke geschlagen hat? Hast du mir das Sonnenlicht gebracht? Ich bin nicht sicher, vielleicht?
Es könnte aber auch ein Unfall gewesen sein. Der beste Unfall, der jemals geschah. Ich bin die glücklichste Wurzel im Wald. Warte, merk nur ich das oder ist es gerade richtig hell geworden? Wenn es so bleibt wie jetzt, dann werde ich mit den anderen Pilzen in der Dunkelheit abhängen. Oh je, das tut mir leid. Ach, das ist kein Beinbruch. Ich habe ja Füße und kann aufstehen und gehen. Kein Problem. Der Typ dort drüben aber, er braucht die Sonne. Ich nehme mal an, es ist okay, wenn dieser Raum so hell ist. Ich liebe das Licht. Pflanzen. Naja. Schön, dass ihr so gut koexistieren könnt und dass du auch merkst, dass der kleine Wurzeltrieb eben doch andere Bedürfnisse hat und sich nicht so einfach darum kümmern kann. Okay, wir hören irgendwie immer noch das Herz wummern. Also die Geister scheinen schon noch in der Nähe zu sein, diese Abgesandten oder wie auch immer. Aber wir kommen hoffentlich durch. Soweit, so gut. Noch zwei weitere Wurzeltriebe brauchen unsere Hilfe. Der eine hat Hunger, der andere hat Durst. Einen haben wir davon noch gar nicht gesehen. Aber ich hoffe, das ändert sich bald. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Das ist ja ganz schön. Wir haben ja noch ein bisschen was hier zu erkunden. Ja, ich würde sagen, wir machen mal im Osten weiter. Na, ihr habt doch die Reihenfolge für diesen Schlüssel oder für die Truhe, wo vermutlich irgendein Schlüssel drin ist, oder? Minimori 5. Wie geht's dir? Minimori 1. Hallo. Minimori 3. Wann wird Morizora aufwachen? Minimori 4. Ich bin so müde. Und die anderen? Ich hatte einen langen Tag. Jemand hat Geburtstag. Glaubst du, ich kann fliegen? Heute ist mein Geburtstag. Ja, okay, aber was bringt mir das gerade? Das wird ja nicht heißen. Ach so, die sind ja auch alle nummeriert. Da bin ich ein Dödel. Ich habe irgendwie gedacht, dass es notwendig wäre zu wissen, wer sich bewegt und daran vielleicht das irgendwie nachzuvollziehen. Aber nein, Nummer 1 ist da, Mitte rechts, dann oben links. Dann unten Mitte. Also Mitte rechts, oben links, unten Mitte. Wo ist die Nummer 4? Das ist ein bisschen nervig jetzt, muss ich ja sagen. Okay. So. Nee, wer... Oh, du warst nun mal... Ich hab's jetzt schon vergessen. Anno. Also, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Dann bist du Nummer 4. Muss ich das eigentlich am Stück machen oder könnte ich das auch nacheinander machen? Weil dann würde ich doch mal probieren, ob ich das nicht einfach so herauskriege. Und? Nee. War klar. War ja klar. Okay. Nummer 1 hier. Dann oben links Nummer 2. Unten Mitte ist 3. Du bist Nummer 4. Wo ist Nummer 5? Ach Gott. 5, 6, 7. Und oben rechts ist Nummer 8, ja? Okay. Also ich hoffe, dass ich es jetzt habe. Das war ja die Nummer 1. Dann kommt Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und oben rechts ist also die Nummer 8. Okay. Probieren wir es einmal. Hier. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 und Nummer 8. Halleluja. Wow, gut gesehen. Und was haben wir davon? Du findest den blauen Steinschlüssel. Ich habe noch keine Ahnung wozu, aber ich freue mich schon mal, dass wir ihn haben und dass dieses kleine Rätsel doch noch geklappt hat. Aber ja, am besten vielleicht einfach aufschreiben. Das macht die Sache dann doch wesentlich einfacher und ich glaube, hierfür werden wir auch diesen Schlüssel brauchen. Erst einmal aber sprechen wir mit dem kleinen Wurzeltrieb. Hallo, habt ihr zufällig Wasser dabei? Lass mich mal eben schnell nachsehen. Ja, warum? Wir haben eine extra Flasche Wasser mit dabei. Möchtest du sie? Das ist nett von euch, aber wenn ich sage Wasser, dann meine ich eine Menge Wasser. So viel wie ein See. Ich trinke eine Menge. Ich glaube, wir können nicht so viel Wasser mit uns tragen. Ich verstehe. Wenn ihr zufällig daran denkt, wenn ihr an Wasser vorbeikommt, dann werden wir es dich wissen lassen. Naja, wir gehen erstmal hier durch. Ja, da ist prinzipiell ein Wasserzugang. Wir müssen aber dafür sorgen, dass dieser kleine Felsen weggeht. Und ich sehe einen Hebel. Das dürfte das Problem auch schon gelöst haben. Das ist ja super! Ich spüre, wie das Wasser im Boden entlang fließt und bis in meine Spitzen. Habt ihr Leute das etwa selber gemacht? Wir haben nur an einem Hebel gezogen. Du hast mir Wasser gegeben. Wasser! Ich kann endlich wieder ich sein. Ich danke euch vielmals. Ja, dafür nicht, mein Freund. Das ist super. Ich spüre, wie das Wasser im Boden entlang fließt und bis in meine Spitzen. Vielen lieben Dank. Das hat doch wunderbar geklappt. Dann bleibt nur noch eine einzige Wurzel, die wir glücklich machen müssen. Und scheinbar ja mit Dreck. Dazu müssen wir wohl auf die andere Seite. Mal sehen. Genau, der will ja prinzipiell diese Äpfel. Die bekommen wir aber erst später, wenn wir die Setzlinge allesamt glücklich gemacht haben. Ja, aber er möchte ja Dreck. Oh, er ist weg. Da kommen wir diesmal also durch. Merkwürdig. Westlicher Wasserstandshebel, Eingang oben. Versuchst du, den westlichen Wasserstandshebel zu erreichen? Ja, tun wir. Nun, dann wirst du wohl oder übel einen Weg finden müssen, die Steine wegzuschaffen. Hast du zufällig ein Hausschwein? Ein Hausschwein. Zum Glück nicht. Das ist schlecht. Schweine lieben Steine. Ein Schwein würde solche Steine in 5 Sekunden wegschaffen. Interessant. Danke für die Information. Hey, ich habe euch Leute noch nie vorher gesehen. Ihr seht nicht aus wie ein Liebel. Und ihr seht zweifellos nicht so aus wie Abgesandte. Also müsst ihr neu sein. Hast du vielleicht irgendwelche Fragen? Lebt ihr hier? Ja, eigentlich lebe ich genau hinter dieser Türe dort drüben. Unglücklicherweise belagerten einige Golems meine Tür. Jetzt liegen da ein paar Steine und blockieren meinen Eingang. Das ist ja fürchterlich. Ach, kein Beinbruch. Hier lebt irgendwo ein Schwein. Es frisst nur Pilze und Steine. Ich bin mir sicher, es wird das wieder richten, wenn es mal vorbeikommt. Ansonsten kannst du mich auch über die Abgesandten fragen. Das sind nämlich, naja, so Wesen, die zwischen diesem Reich und anderen reisen. Die meisten sind harmlos, eben nur Geister, die durchreisen. Aber einige wurden mit böser Energie überschwemmt. Angst, Ärger, Hass, es sind diese, vor denen du dich in Acht nehmen musst. Und naja, du willst auch wissen, was ich bin?
Ich bin eine Höhlenknospe. Zusammen mit Pilzen, Blumen und den Minimori helfen wir dabei, den Wald am Laufen zu halten. Das ist doch super. Und du bist eine Tulpe. Korrekt. Die Golems belagern aber immer. Das ist ein Hauptproblem hier unten. Die haben den Steinfall letztens ausgelöst. Das einzig Gute an ihnen ist, dass sie wie Trauben riechen. Wie Trauben? Okay. Der Weg ist mit schweren Steinen blockiert und wir haben einen neuen Weg hier komplett. Aber hey, hier ist wieder eine Treppe. Oh Mama, schau, es ist eine kleine Zwiebel. Hast du mich kleine Zwiebel genannt? Oh, entschuldige, du bist echt größer als die anderen Zwiebeln, die ich je gesehen habe. Dein Gesicht wird gleich zu einer Zwiebel, wenn du mir nicht aus den Augen gehst. Die miese Laune Zwiebel. Ja, schau, das Kind, das denkt, ich wäre klein. Na, dann lass mich dich mal was fragen, Kleiner. Siehst du diese Fäuste? Sind diese klein? Naja. Du denkst, meine Fäuste sind klein? Nun, welche Art Fäuste hast du denn? Dumme, blöde Fäuste? Nö. Ach, schau an, du schon wieder. Das Kind, dessen Fäuste richtig dumm sind. Hey, Fäuste, was ist 2 plus 2? Was hast du gesagt? Deine Fäuste sagen nichts, weil sie dumm sind. Wow, was ist denn mit dem Kerl los? Ach, schau an, wieder das Kind, dessen Fäuste richtig dumm sind. Hey, 2 plus 2, was hast du gesagt? Immer noch nichts. Ha! Ja, aber deine Fäuste sagen ja auch nichts, Junge. Egal. Da ist mal wieder ein Wurzeltrieb. Oh, wie ist es mir? Hunger überkommt mich, mein Magen ist so leer, dass er schmerzt. Wie ich mich nach dem Nektar des Waldes sehne, dem lebensspendenden Ambrosia. Das würde meinem Magen sehr gut tun. Lecker, köstlich, göttlich, Dreck. Dreck. Wie kommen wir an Dreck für dich ran? Pass auf deine Schritte auf, mein Freund. Warum? Pass eben auf, habe ich gesagt. Okay. Das hätte mir klar sein müssen. Warum sind wir jetzt hier unten gelandet? Warum ist diese Truhe hinter Gittern? Die Tür ist verschlossen. Ist es etwa eine kleine Mimiktruhe, die in Wahrheit bösartige Sachen hier mit uns vorhat und deswegen eingeschlossen wurde? Womöglich. Ja, wir sind hier jetzt aber in einem komplett anderen Teil der Höhle gelandet. Und entkomme ich da jetzt einfach wieder hoch? Aha. Wenn ich jetzt außen rum gehe, dann falle ich wieder runter. Aber ich würde gerne wissen, was in der Truhe ist. Und was dieser Minimori uns zu sagen hat, warum er sich genau da hinstellt, was wie eine Falle wirkt für uns. Wusstest du, dass es einen Schatz im Raum unter mir gibt? Schade, er ist hinter einer verschlossenen Tür. Ich frage mich, was drin ist. Das werden wir heute noch herausfinden und es ist ein roter Steinschlüssel. Und damit kommen wir hier auch wieder raus. Gut, wir haben zwar heute noch nicht den leckeren göttlichen Dreck gefunden für die dritte Wurzel oder für den Wurzeltrieb, aber ich glaube, damit können wir doch wunderbar beim nächsten Part anfangen und dann weiterkommen in Morizoras sehr interessanter Höhle. Macht es gut!